Sonnenbrille brauchen wir nicht. Nicht aber gerade. Ich habe das hier. Schaut es euch an. Ich auch, mit Mini-Löffel. Genau. Wir machen mal gleich mal Werbung. Eispionier. Das gibt es hier in Schwerin in der Mecklenburgstraße Nummer 5. Richtig lecker. Ja. Und das werden wir jetzt genießen und zwar ohne euch. Genau. Nach einem sehr, sehr leckeren Eis. Ich möchte noch dazu behaupten, es war sowas von. Sehr lecker. Ich höre daraus, du bist glücklich. Ach, ich bin so ein glücklicher Mensch. Na, sehr gut. Gar nicht. So also danke, sein. Ihr Eispioniere hier in Schwerin. Ich bin zufrieden. Das war das Wichtigste heute am Tage. Das, alles andere ist jetzt egal. Dass das auch so bewölkt ist, naja. Stört jetzt eigentlich nicht. Es ist warm. Es ist warm und wie gesagt, ich bin glücklich. Ja, das da. Wo muss ich gucken? Da. Das ist der Puffschuppen von Frau Schwesig. Aha. Also sprich, ja. Hier wohnt die arbeitet die Ministerpräsidentin. Und wenn es Frau Schwesig nicht ist, dann ist es halt der Puff von dem, ja, wer er immer es mal irgendwann sein wird. Tja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Mehr Schwerin zeigen wir euch nicht. Ihr dürft selber herkommen. Wir empfehlen euch das. Es ist so schöne Gassen, so viel Wasser. Also sehr viele schöne Gebäude auch, ne? Wir waren ja zum ersten Mal hier, ne? Ja. Wir waren vorher noch nie in Schwerin. Und was tun wir? Komm mal wieder. Genau das. Ich muss jetzt wieder überlegen, was will ich schon wieder von mir? Nein, nein, ich habe mir das schon gedacht. Genau. Und jetzt gehen wir zum Parkhaus und freuen uns auf eine Stellplatzsuche und mal sehen, was es wird. Und dann melden wir uns wieder. So ist es. Jetzt dachten wir, dass wir schön Wasser sehen können. Also ihr seht ja Wasser. Aber naja, das ist jetzt nicht wirklich viel, was wir sehen. Nee, da sind lauter Bäume vor. Ja, mein wir haben Gott. Uns auch ein bisschen mehr versprochen. Wir sind jetzt hier runtergegangen, nämlich nochmal von einem, ja, ich sag mal, möglichen Ausruhplatz. Genau. Den wir wohl nutzen werden. Das sieht ganz gut aus dort. Wobei es schon Version Nummer 3 ist. Wir haben wir sind schon zwei andere angefahren. Naja, das eine war in Friedwald. Bei den Toten wollte ich jetzt nicht schlafen. Wobei, es wäre sehr ruhig. Ja, okay, aber es war auch ein Schild von um Mitternacht kommt so, hallo. Naja, das jetzt nicht, aber... Das weißt du noch nicht. Es war auf jeden Fall ein Schild, dass man da nachts den Weg nicht fahren darf. Aber gut, fahren würde man den ja nachts genau. Nicht. Genau, würde einer ruhen. Ja, der zweite Platz, der war auch relativ am See, aber da waren sehr viele LKWs, weil die da irgendwie Kabellage legen. Da will man sich ja auch nicht hinstellen. Baustelle, hätte ich gesagt, ja. So, jetzt haben wir den dritten Platz und ja, wir sind an irgendeinem See. Welcher? Das werden wir euch natürlich einblenden, weil genau. Sind wir vorbereitet? Nö, wie immer nicht. Ja, aber ihr sollt ein bisschen mehr sehen und ganz ehrlich, ich möchte auch ein bisschen mehr von dem sehen. Deshalb würde ich sagen, Stefan, du jagst die Drohne hoch, damit wir mal gucken können, was hier so zu sehen gibt. Dann schauen wir mal. Also, ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich habe Essen gekocht. Also von daher, wie auch immer. Ich habe es aber noch nicht probiert. Wir wollen mal gucken, wie es schmeckt. Da ist das Essen, das werden wir jetzt genießen. Dazu natürlich, wie immer, ein schönes Glas Wein. Ich habe heute einen Rotwein. Der Marcel hat heute einen Rosé. Und ja, wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. Guten Hunger! Ja, den Tag sozusagen hier nochmal gemütlich ausklingen lassen bei leckerem Essen.
Wir ja, haben im Endeffekt nochmal entspannt hier gesessen und einfach mal nichts gemacht. Haben den schönen Blick genossen in beide Richtungen oder in alle Richtungen auf den schönen See. Ja, also es lässt sich hier auf jeden Fall aushalten. Was wir jetzt natürlich noch machen sind, wird sein, wir werden noch einen Film gucken. Das heißt, nochmal, ja, entspannt noch heute Abend hier im Bett mit einem Film verbringen. Und dann heißt das gleich schlafen. Ja, und dann sehen wir uns morgen früh wieder oder halt auch gleich. Bis dahin, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Guten Tag. Wir Ja. haben es 11:08. Wie ich sagen würde, 11. Aber meine Kollegen machen sich immer lustig darüber, wenn ich 11 sage. Aber so heißt die Uhrzeit bei uns, also die Zahl. Ja, es ist strahlender Sonnenschein. Wir haben sehr schönes Wetter und wie man sieht im T-Shirt, also von daher Ja, also noch nicht mal. nicht mal die Jacke haben wir mehr an. Genau. Und wir haben den Platz schon gewechselt. Also, wenn ihr euch wundert, melden die sich erst wieder. Ja, wir haben schon längst den Platz gewechselt. Wir sind schon an einem anderen Platz, weil wir, und das sieht man uns an eigentlich, wir sind so frisch, so taufrisch. Ach ja. Naja, wir haben uns mal frisch gemacht, genau fertig gemacht. Das konnte man auf einem weiteren Platz von Park4Night ganz gut machen. Genau, das konnten wir nämlich da nicht machen und es war so lustig. Das haben wir euch ja alles noch nicht erzählt. Am Schluss war bis auf Fahrzeug. ein Nissan, glaube ich, war Ja. das. Alles Bullis. Und zwar Ja, aus. genau. Und insgesamt waren hier 5 verschiedene Bundesländer, aber alle haben Abstand gehalten. Ein T2, ein T4, ein T5 und wir als T6. Ja, und dann der Nissan. Ja, also es war schon sehr lustig anzusehen. Also wir haben ja viele Leute gesehen, die hier vorbeigelaufen, die haben auch immer sehr gegrinst, weil das sah auch schon sehr komisch aus. Lustigerweise waren wir die. Also ja, wir kommen halt von der anderen Seite. Weil wir waren auch die Einzigen, die auf der anderen Seite gestanden haben. Alle standen so rechts und wir standen links. Ja, wobei der Platz viel schöner war, wo wir gestanden Ja, haben. weil die Also standen fand ich, alle unter also, Bäumen. ja, unter Bäumen, das hört es ja in der Nacht, klack, 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 durch den Wind. Also es war auch relativ windig und so hatten wir gar keinen Baum über uns, also war das besser. Naja, für uns besser. Aber wunderschön, richtig ruhig. Kann man Also, empfehlen, ach, wir definitiv. haben Relax. Ja. Ja, jetzt, wie gesagt, stehen wir auf einem anderen Platz. Wie gesagt, das ist jetzt, also zum Schlafen würde der theoretisch auch gehen, Der ist weil. top, weil es ist ruhig. Ja, man muss dazu sagen, warum ist er ruhig? Weil die Hauptverkehrsstraße nach Kühlungsborn ist zurzeit gesperrt, weil ein Ort dicht ist. Die geht da hinten lang, das zeige ich euch gleich nochmal. Allerdings muss man da sagen, man hört auch von den Fahrzeugen, die paar, die da lang fahren, ganz wenig was. Also, und hier Ja. vorne auf der Straße, das ist eine wirkliche Nebenstraße, da fährt so gut Da wie nicht. passt Da fast waren gar jetzt in nichts. der Zeit, weiß ich nicht, wir sind jetzt hier Zehn. eine Stunde, drei, vier Autos Nein, waren es. waren schon mehr Autos. Ja, das eine Auto ist einmal runtergefahren, einmal wieder Ach, zurückgefahren. dann zählt es nicht. Nee, Und tschüss. einmal nur. Ja, mein Gott. Ja, Gut, wie auch auf jeden immer. Fall, wir sind jetzt frisch und Stefan zeigt mal hier so die Gegend. Genau. Und ich relaxe in der Zeit und machen vielleicht ein, zwei Fotos, damit wir uns ein bisschen näher ranholen können. Genau. Ich glaube, ich stehe am Wasser, Meer. Am Meer schießt sogar. Und Ja. ich glaube, es ist auch sehr laut. Also man hört, dass wir am Meer sind. Ist aber schön hier. Wir haben so einen Steilklippenstrand entdeckt. Genau, in Nienhagen. Genau. Also Weil. betreten auf eigene Gefahr ist ja immer so, ne? Genau, wollten wir nach Warnemünde. No, keine Chance, alles voll. Wir haben wieder kapiert, wir werden das nächste Mal, wenn wir nach Warnemünde fahren, wieder mit der Bahn reinfahren. Genau. Wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, da war es hier. Und da muss man sagen, da sind wir ja aus Binz sogar reingefahren. Da war es noch interessanter. Außerdem ist ja jetzt Corona-Zeit und man will ja auch nicht mit so vielen Leuten da irgendwie in Kontakt kommen. Also ja, lässt man das dann freiwillig. Ja, das muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr schön hier. Und was hier so schön ist, na, das sollt ihr doch auch mal sehen. Also dreh mal die Kamera. Genau. Thank you.
Wir haben die Ostsee wieder verlassen, hatten uns einen Platz ausgesucht, der leider aktuell nicht möglich ist, das ist klar. Wir haben Pfingstsonntag, alles voll, was ja bekannt war. Jo, dann haben wir weitergesucht und weitergesucht und weitergesucht, haben mal nicht die App Park for Night genutzt, haben mal versucht, ob wir über GPS-Daten oder über Karten an sich etwas rausfinden. Ja, muss man sagen, hat alles überhaupt nicht funktioniert. Dann wollten wir wieder zu unserem Platz, wo wir geduscht haben. Tja, das hat auch nicht funktioniert, weil da war dann jetzt die Landwirtschaft unterwegs. Ja, und jetzt stehen wir direkt an der Autobahn, an der A20. Da haben wir jetzt so einen schönen Platz. Da steht der Bulli. Da haben wir Tisch und Stühle aufgestellt. Wir wollen jetzt erstmal grillen. Schlafen werden wir wahrscheinlich hier nicht. Aber zumindest werden wir jetzt erstmal was essen. Und ja, dann werden wir mal sehen, was der Tag noch so bringt. Wie gesagt, dadurch, dass hier auch gleich eine Auffahrt ist und eine Abfahrt, die ist nämlich dort, ist das nicht allzu schlimm. Und das heißt, es ist doch geräuschdämmend, kann man sagen. So, ich weiß nicht, ob man erkennt, Stefan, der macht da das Fleisch. Und dann melden wir uns, wenn es was zum Essen gibt. War lecker, oder? War sehr lecker. Ja, und wir haben unseren Platz so verlassen, wie sich das gehört. Sauber, ordentlich. Gut, es liegt noch was von dem Vorgänger hier. Also ja, das werden wir jetzt nicht wegräumen, weil das wäre was anderes, wenn wir jetzt wissen, wo wir was entsorgen könnten und wenn wir sowas alles bei hätten. Man weiß ja nicht, was da dran ist an diesem Müll. Aber wir haben uns das weggebracht. Korrekt. Wir gehen jetzt auf die nächste Suche, weil wir haben jetzt gegessen. Ja. Und jetzt wollen wir eigentlich nur einen Schlafplatz finden, wo wir uns wirklich ausruhen können. Tja. Haben auch schon was in Aussicht, aber es ist halt so in einem Gewerbegebiet der A. Ja, wir schauen, ob das was wird. Vielleicht haben wir sonst Glück, dass vielleicht die Bauern nochmal weg sind. Das wäre dann der zweite Versuch, wenn es nicht funktioniert. Ja, und sonst suchen wir uns irgendetwas. Auf jeden Fall, wir sind gut gesättigt, das ist schon mal gut. Das heißt, dementsprechend können wir das jetzt genießen. Wir haben es gerade 18 Uhr. Und dann gibt es auch noch ein Glas Wein, weil vorher darf ich ja nichts trinken, weil ich muss ja noch Auto fahren. Genau. Und dann hast du den Wein auch mal auch verdient, während wir den Platz gefunden haben. Richtig. Und von diesem Platz verabschieden wir uns jetzt und war ruhig. Die Autobahn hat nicht gestört. Nein. Und jetzt werden wir einfach mal einen Schlafplatz suchen. Bis dahin. Ein Abend neigt sich mal wieder dem Ende. Ja, wie ihr ja gesehen habt, wir haben sehr lecker gegessen. Wir hatten einigermaßen ruhigen Platz. Jetzt haben wir uns einen Schlafplatz gesucht. Das heißt, wir stehen im Gewerbegebiet. Das ist hier doch relativ ruhig, also bis auf ein paar wehende Flaggen oder Fahnen, die klappern hier ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Wir werden jetzt noch einen schönen Film gucken und dann hat sich der Abend auch für uns schon erledigt. Denn so viel wird jetzt hier nicht mehr passieren. Noch ein paar Filme gucken oder einen Film, je nachdem, muss man mal gucken. Und dann werden wir uns so mit verabschieden. Ich wünsche eine gute Nacht und bis morgen früh. Wunderschönen guten Morgen. Ja, von mir natürlich auch. Wir haben es jetzt so kurz vor 10 am Pfingstmontag. Korrekt. Nicht arbeiten. Ja. Aber morgen. Morgen. Naja, gut. Aber es ist ja Gott sei Dank nur eine kurze Woche. Genau. Ein Tag fehlt. Genau, das ist immer schon mal gut. Und gerade es ist der Montag, der fehlt. Wobei ich werde morgen richtig schon hart arbeiten dürfen, weil Monatsabschluss wäre heute. Den muss ich morgen machen und morgen habe ich gleich ein paar Meetings. Ja, mal sehen. Das wird dann ein bisschen interessant werden, der Tag. Ist halt für alle so. Aber ich bin ja wunderbar erholt, so wie du, oder? Ja, es war bisher schon ein sehr, sehr schönes, verlängertes Wochenende. Genau. Viel gesehen, viele schöne Sachen. Ein bisschen rumgeärgert. Aber
Naja, gestern war die Suche nach dem Schlafplatz etwas mühselig. Aber dafür hat es sich aber gelohnt jetzt. Hat es sich gelohnt und Wir sind wieder back to basic gegangen, dass wir gesagt haben, ja, schön, normalerweise guckt man nur noch drauf. Ja, passt, wenn es nicht passt, geht man wieder zu unserem Plan G. Genau, und den haben wir jetzt gehabt, den Plan G. Und das war wunderbar und richtig ruhig, nicht mal Jugendliche waren da, also gar nichts, also richtig entspannt konnten wir schlafen. Ja. Und das seht ihr gerade nicht, also doch, ich habe hier so eine Art hellen Schein hinter mir. Da ist die Sonne und was soll man sagen, die hat heute Morgen schon gleich ins Auto geschienen, hat uns dann damit wach gemacht, ja, aber war schön. Der Monsieur wollte kurz nach 7 schon aufstehen und sagen, oh, Frühstück. Ja, weil die Sonne schon so hoch stand. Ja, naja. Aber es war erst 7 und da nicht am freien Tag. Nee. Was ist heute noch so der Plan? Der Plan ist auf jeden Fall zur Eiswerkstatt Rostock nach Dürkow zu fahren und erstmal schön 22 Packen Frosteis zu holen. Genau. Dann wollen wir auf der Heimfahrt grillen. Ja, und jetzt müssen wir noch die Zeit überbrücken. Da müssen wir mal schauen, was wir jetzt noch so machen. Das sehen wir gleich. Haben so Pi mal Daumen jetzt noch 1,5 Stunden, die wir jetzt überbrücken müssen. Und vielleicht macht man noch eine Runde. Mal sehen. Genau. Wir haben uns noch was gesucht. Genau, ich hatte einen Plan. Nummer 1 ist nicht aufgegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schlecht geguckt eigentlich. Ich habe einfach nur was eingegeben und gesagt, doch, das könnte da sein. Nochmal geguckt und schon hat man einen Platz gefunden, dass man direkt im Hafen eigentlich ist. Ja, ziemlich schöner Platz, also um halt hier Fotos zu machen, sich mal ein bisschen hier umzuschauen. Ja, man kann schön in den Hafen reingucken von hier. Man könnte rein theoretisch sogar hier nächtigen. Ja. Könnte man. Aber es ist hier sehr angellastig und wie gesagt, die Hapag-Lloyd Bremen. Ich glaube, die sieht man da gerade gar nicht. Die müsste da sein. Genau, das ist die Bremen. Ja, steht halt hier auch rum, weil Kreuzfahrt ist noch nicht. Nur, wenn man ein Kreuzfahrt-Camper ist, dann kann man Kreuzfahrten genießen. Ja, genau. Ja, Ausflugsdampfer sind auch wieder unterwegs. Wir hoffen sehr wieder. Und ja, so verbringen wir jetzt noch ein bisschen unsere Zeit, genießen noch die Sonne und dann geht es zur Eiswerkstatt. Und ich würde sagen, ihr genießt auch noch mal die paar Szenen, die wir euch jetzt einblenden. Wir haben ein paar schöne Fotos und so weiter gemacht und genau. Genau, das seht ihr jetzt und wie gesagt, ich freue mich auf die Eiswerkstatt, denn das war der einzige Grund, warum wir eigentlich diesen Urlaub gemacht haben. Genau. We'll be right back.
Ein paar Kilometer weiter? Ein paar ist gut. Das ist schon eine ganze Ecke weiter, würde ich sagen. Schon fast leider wieder zu Hause. Ja. Ein paar Staus weiter. Ja, gut. Aber lecker war's. Genau. Wir haben uns wieder ein paar mitgenommen. Und ja, so 22, das ist das 23. Das ist schon leer. Eins haben wir da sogar jeweils gegessen, ne? Ja, genau. Also, wir empfehlen euch das nochmal. Wir blenden nochmal das eins ein. Ist auch überhaupt keine Werbung, weil ist nämlich alles selbst bezahlt. Schmeckt aber wirklich sehr gut, deswegen. Ja, das ist so original. Lohnt es sich. DDR. Ja, was machen wir jetzt? Tja, ich würde mal sagen, ich zeige mal kurz. Der Grill, der räuchert halt schon. Genau. Und da sollte ein Tisch und zwei Stühle zu sehen sein. Genau. Denn wir grillen nochmal. Das war nämlich jetzt unser Ziel. Und so wollen wir nämlich aus dem Urlaub ausschwingen, würde ich es mal ausschwingen so oder vom Urlaub uns verabschieden. Genau. Weil, das gehört einfach dazu. Wir stehen wieder an unseren Kanten. Gebiet hier, wo wir Platz, so stehen. Ja, genau. Platz in der Nähe vom Viehbrockhaus, aber da wollen wir nicht hin. Da hinten ist das, da kann man da schon die Häuser sehen, diese Musterhäuser, aber. Ja. Aber es hat sich ja schon viel verändert. Auf einmal stehen da zwei riesen Lagerhallen, die waren beim letzten Mal noch nicht da, ne? Ne, die sind ruckzuck ja errichtet worden und ja, aber gut, stört ja nicht. Uns überhaupt nicht, weil genau. Wir stehen hier woanders. So, jetzt werden wir einfach mal das Essen genießen und dann zum großen Fazit der Pfingstreise melden wir uns erst nach dem Essen wieder. Und wenn wir dieses Eis, was ich nochmal einblenden möchte, nochmal als Nachtisch gehabt haben. Genau. Lecker war's. Sehr lecker sogar, genau. Ja, wie man sehen kann. Gut, jetzt bist du noch schwarz. Jetzt habe ich anscheinend Kohle im Gesicht. Ja, das hatten wir aber vorher auch schon. Machen wir gleich mal weg, genau. Ja, wir haben jetzt sozusagen noch in Ruhe hier aufgeräumt und alles abgewaschen und ja, nochmal ganz gemütlich den Tag oder den Nachmittag hier ja, ausklingen lassen, korrekt. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde Autofahrt über die A7. Genau. Ja, die müssen wir jetzt nicht wirklich noch zeigen, weil da passiert im Endeffekt nichts. Nein. Und selbst wenn was passieren würde, klar, dann zeigen wir nochmal was. Aber wir gehen einfach davon aus, da passiert nichts mehr. Dementsprechend hatten wir eine wunderbare Reise. Wir haben Orte kennengelernt, wo ich sagen muss, die hatten wir nie auf dem Bildschirm, überhaupt gar nicht. Und wissen, da kommen wir wieder. Also das. Es gibt noch viel zu sehen und viel. Sich lohnenswertes anzusehen sozusagen. Ja, also wir sagen auf jeden Fall, Schwerin hat uns echt beeindruckt und wir haben da nur einen Bruchteil von gesehen, da wären wir auf jeden Fall nochmal hin. Allgemein die Elbe, hat ja deine Kollegin schon immer gesagt, sollen wir mal hin. Also an der Elbe ist es schon wirklich das richtig schön. Das wären wir auch mal und ja klar, die Ostsee, das ist immer wieder schön. Jo, und jetzt war es das auch jetzt erstmal mit dem Reisen. Jetzt haben wir mindestens 2 Wochen Pause. Wenn nicht vielleicht ein bisschen länger, aber wir werden mal schauen. Ja, ihr werdet wahrscheinlich davon nichts mitbekommen, weil es kommt jede Woche immer wieder was Neues. Und wir haben auf jeden Fall genug in der Pipeline aktuell. Und wenn wir nichts mehr haben, dann drehen wir halt irgendein Dünnschiss. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Sommer, weil jetzt können wir sagen, wir haben heute den Drehtag 1. Juni. Das ist damit meteorologischer Sommeranfang. Den passen dazu 25 Grad hier, also sehr warm. Deshalb wünschen wir euch wunderbare Sommerferien, wunderbare Sommerzeit. Kommt durch, haltet aber Abstand, denn wir wollen auch in Zukunft noch alle verreisen können. Und das sollte nur gehen, wenn ihr euch an den Regeln haltet und Abstand haltet. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Gute Zeit und bleibt gesund. Genau. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Ciao.